dann werden wir diese Crews auch unterstützen. Und da wir gerade an dem einen verlorenen Sehenswürdigkeitspunkt sind, den wir vergessen haben mitzunehmen, genauso wie den anderen hier unten, werden wir das noch eben machen. Das heißt, einmal zurück über den Weg in das Herz der Provinz Metrika herein, um das Herz des Startgebietes herein, werden diese Punkte noch schnell machen und dann werden wir uns in die große weite Welt aufmachen. Auch wenn das Ganze hier sehr verwinkelt ist, hat man eigentlich meistens keine Probleme damit, sich hier auf der Karte zurechtzufinden. Die Wege prägen sich unglaublich schnell ein. So, und jetzt müssen wir noch nach hier unten. Ich frage mich gerade, ob es einfacher ist, diesen Weg... Nein, eine Wegmarke ist nicht näher dran. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber wir sind durch die Sehenswürdigkeit wieder eine Stufe aufgestiegen. Yay, Stufe 6. Das geht schnell. Keine 6 Folgen, aber schon Stufe 6. Für Stufe 6 erhalten wir einen mächtigen Dolch als Waffe und eine frei wählbare Farbenbelohnung. Und zwar Pastell-Zitronenfarbe, Eisrose und Licht-Olivfarbe. Farben sind in diesem Spiel accountgebunden, so wie vieles anderes auch. Das heißt, wenn wir einmal eine Farbe freigeschaltet haben, dann können wir sie für alle Charaktere unseres Accounts benutzen. Das war ganz früher auch anders, aber so ist es natürlich viel besser. Man braucht sich nicht mehr merken, welche Farbe habe ich nicht. Hier steht jetzt einfach, ihr habt diese Farbe bereits freigeschaltet. Insofern ist es völlig egal, welche ich davon wähle. Außerdem bekommen wir eine edle Ausrüstung, Garderobe und noch eine unidentifizierte Farbe, bei der es wirklich völlig dem Zufall überlassen ist, was wir denn da bekommen. Wir nehmen das mal das Pastellzitronen. Meine Güte, habe ich heute Wortfindungsschwierigkeiten? Ist ja ganz unglaublich. Wir schauen uns einmal an, was wir hier denn so haben. Die Zitronenfarbe und den mächtigen Dolch. Der mächtige Dolch ist wieder besser als der, den wir haben. Wir können ihn außerdem auch von hier aus ausrüsten. Und zwar mit einem Doppelklick wird dann dieser mächtige Dolch automatisch in unsere Haupthand genommen und gegen den stumpfen Dolch ausgetauscht, der jetzt hier ist. Dann machen wir uns noch schnell auf den Weg Richtung andere Sehenswürdigkeit. Vorbei an den freundlichen Karma-Händlern, bei denen wir uns schon einen Namen gemacht haben. Vorbei an Sehenswürdigkeiten und Aussichtspunkten. Und da haben wir schon die nächste Sehenswürdigkeit. Und zwar ist es das Inzernergen-Labor. Ah, Inzernergen, das war eine von den Crews, die ganz am Anfang unserer Reise den Golem-Kampf, der jetzt auch gerade hier unten wieder läuft, veranstaltet hat. Da ist nämlich der Inzernergen KA1080, der hier anscheinend in dieser Version verliert. Vermutlich haben sich keine Spieler gefunden, die an dieser Stelle dem Inzernergen-Golem, Inzernergen, ah ja, genau so wird das ausgesprochen, Inzernergen, ja gut, hört sich natürlich auch viel toller an und nicht Inzernergen. Nun gut, wir können hier einmal über diese Plasma-Absperrung springen, um wieder in das Gebiet zu kommen, in dem wir noch keine Aufgaben erledigt haben, in dem wir noch keine Sehenswürdigkeiten gefunden haben und in dem es eine neue Gegnergruppe für uns gibt, und zwar Raptoren. Raptoren gab es auch schon bei Guild Wars 1, und zwar mit der Einführung von Gwen. Vorher gab es die nicht. Sind fiese kleine Kreaturen, weil
Bei höheren Stufen haben die einige fiese Eigenschaften, die einen unterbrechen oder benommen machen. Dann dauert es wirklich ziemlich lange, bevor man sich wieder bewegen und irgendwelche Skills benutzen kann. Diesen Raptor habe ich jetzt versehentlich markiert, das wollte ich gar nicht. Aber wo wir schon einmal dabei sind, kann ich euch auch zeigen, wie man das macht. Und zwar drückt man die Steuerungstaste und die linke Maustaste, während man auf einen Gegner klickt. Und dann ist der markiert. Das ist natürlich ganz sinnvoll, wenn man in Gruppen spielt, denn alle Gruppenmitglieder können dieses ausgerufene Ziel sehen und können dann ihren Schaden besser auf dieses Ziel fokussieren. Wir sind in der Nähe eines neuen Herzchens, deswegen ist hier oben wieder unser Dialog aufgegangen. Helft Schons Wiederverwertungscrew mit den Störungen durch die Inquestur fertig zu werden. Findet und sabotiert das in der Nähe befindliche Inquesturlabor, sammelt Datenkristalle und befragt verdächtige Wiederverwertungsspezialisten. Wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, reicht es eigentlich völlig aus, wenn man hier oben diesen Text einmal aufmerksam durchliest. Man muss also nicht unbedingt mit diesem Herzchenhändler quatschen, denn das ist natürlich auch relativ viel Zeit, die verloren geht, wenn man sich diese Dinge nochmal durchliest. Wenn man aber die Zeit hat und wenn man keine Eile mit dem Leveln hat, dann finde ich, macht es auf jeden Fall Sinn. Denn manchmal sind hier so witzige kleine Anekdoten in den Texten bzw. in den Dialogen versteckt. Ich lasse mir sowas sehr ungerne entgehen. Das war einmal die Hauptgolemfabrik von Ratasum. Meine Crew durchkämmt das Gelände nach nützlichen Artefakten, genau wie die Inquestur. Ihr seid kein Spion, oder? Ihr seht nicht so aus. Inquestur? Spione? Das befürchte ich. Sie haben ein verstecktes Labor hier in der Nähe und schicken Agenten, um meine Crew zu unterwandern. Würdet ihr sie für mich ausmerzen? Es würde mir viel Vergnügen bereiten, wenn ihr deren Laborbetrieb stören könntet. Das klingt einfach. Gibt es sonst noch etwas, was ich wissen sollte? Wenn ihr es in das Inquesturlabor schafft, schnappt euch deren Datenkristalle. Das hilft uns herauszufinden, was sie vorhaben. Ist klar, kann ich hier auf dem Gelände irgendwas tun? Meine Mannschaft ist von Inquesturspionen, die sich als Wiederverwertungsspezialisten verkleidet haben, unterwandert worden. Merzt sie aus! Ihr könnt euch auf mich verlassen, aber ganz sicherlich. Wir haben also wieder mehrere Möglichkeiten, um dieses Herzchen zu erfüllen. Es ist gerade der Fall eingetreten, dass hier durch ein Event dieses Spukhaus geöffnet wurde. Deswegen nutzen wir die Gelegenheit, gehen auch hier rein, denn das ist nicht immer offen. Manchmal ist man mit einem neuen Charakter an dieser Stelle und ist darauf angewiesen, die anderen Aufgaben zu machen, weil dieser Bereich nicht zugänglich ist. Und wenn man zum Beispiel zu der Fertigkeiten-Herausforderung gelangen möchte, die hier drin ist, dann muss man manchmal ganz schön lange warten oder gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt zurückkommen und schauen, ob hier gerade geöffnet ist. Hier sind also gerade irgendwann Spieler reingegangen, sodass wir das Herzchen auch auf diesem Wege lösen können. Hier ist noch ein neues Event losgegangen. Zerstört die Käfigkontrollknoten, um die Wiederverwertungsspezialisten zu befreien. Das werden wir machen. Ich hoffe, wir schaffen das alleine, denn anscheinend sind die anderen Spieler entweder schon raus oder das Event geht mittlerweile sogar ohne Spielerhilfe los. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier ein bisschen geschickter anstellen, um hier unbeschadet durchzukommen. Denn wenn wir hier drin sterben und dazu gezwungen sind, zu einer Wegmarke zurückzusetzen, dann ist nicht gesichert, dass wir auch wieder hierher kommen können. Denn möglicherweise ist dieses Spukhaus dann wieder unzugänglich. Uiuiui, das wird knapp hier. Das heißt, wir sollten uns ein bisschen mehr auf unsere Ausweichfertigkeiten konzentrieren. Der andere Spieler, Ty DC, hat leider sich auf eine andere Gegnergruppe konzentriert. Ich hoffe, ich schaffe es hier jetzt noch, mich aufzustellen. Und es hat geklappt, wenn man nämlich niedergeschlagen ist und es schafft, in diesem niedergeschlagenen Zustand einen Gegner zu besiegen, dann steht man sofort wieder auf.
Das ist dann die kleine Belohnung für die Hartnäckigkeit. Und wir haben jetzt auch noch Besuch von einer größeren Gruppe bekommen. Das heißt, jetzt sollte es wirklich überhaupt gar kein Problem mehr sein, dieses Event zu beenden. Dafür sollen wir die Kontrollknoten zerstören. Einen von dreien haben wir. Dann machen wir hier auch gleich weiter. Das ist schon ein ziemlich gutes Grüppchen hier von der Größe. Mit solchen Gruppengrößen schafft man eigentlich fast alle Herausforderungen, die einem das Spiel hier so liefert. Deswegen ist es auch immer interessant, auf eine etwas mehr bevölkerte Karte zu wechseln, wenn dies möglich oder nötig ist. So, und was haben wir jetzt hier? Hier haben wir Azura-Datenkristalle, die wir ja an uns nehmen sollten und hinterher an unseren Karma-Händler abgeben können. Das würde uns natürlich wieder einen Fortschritt auf unserer Leiste gewähren. Allerdings glaube ich, werden wir mit diesem Herzchen-Quest fertig, bevor wir dieses Spukhaus überhaupt verlassen haben. Diese Fertigkeiten-Herausforderung war wieder eine Monster-Kill. Nur weil wir das bereits erledigt haben, heißt das aber nicht, dass wir nicht noch anderen Spielern dabei helfen könnten. Wir können das Ganze zwar nicht mehr für uns auslösen, aber wenn wir an einer solchen Fertigkeiten-Herausforderung vorbeikommen und anderen Spielern dabei helfen wollen, dann können wir dies tun. Die bekommen dann trotzdem die Belohnung, sowas muss man nicht alleine erledigen. So, ein neues Event ist auch hier gestartet. Wir sollen die Forschungsbehälter zerstören, in denen irgendeine Masse oder Energie gefangen ist. Das geht ziemlich schnell, wie wir sehen. Und wir sind auch schon fertig damit. Die gegnerischen Inquestur-Azura, die sind jetzt schon so spät dran. Hier ist nichts mehr für sie zu retten. Und wir können weiter durch dieses Labor in den nächsten Raum. Aua, wer hat mich hier angeschaut? Ah, hier gibt es eine Falle. Au. Ja, hier gibt es so einen... Vorsicht, da sind Fallen. Richtig. Sehr gut, das habe ich schon vorgemerkt, Spezialistin Roy oder Rotsch. Jetzt bezahlt ihr für die Schäden im Labor. Ach ja? Und wer treibt diese Bezahlung ein? Danke, dass ihr fragt. Lernt meine Eintreiber kennen. Inquestur Golem Sturmtrupp aktiviert. Oh oh. Nein, das Portal. Eure üble Schöpfung steuert es. Aha. Tut nicht so, als würdet ihr unser Gerät verstehen. Seine Feinheiten übersteigen euren Horizont bei weitem. Aktivierung erfolgt. Eindringlinge werden gefasst und eliminiert. Das werden wir mal sehen. Kein Problem. Na, sie sind noch unverwundbar, weil das Event noch nicht gestartet war. Aber jetzt ist das Event gestartet und jetzt können wir all unseren Schaden hier ausladen an den kleinen Golems und an dem Veteranen Golem Typ 2, der ein Boss-Symbol über den Kopf hat. Aber mit dieser Gruppe war das überhaupt gar keine Herausforderung für uns. Das haben wir so schnell erledigt, dass wir mit der Spezialistin Roy oder Rotsch dieses Spukhaus wieder verlassen können. Wir kommen hier hinter der nächsten Wegmarke raus. Das ist wunderbar, denn dann haben wir keinen so langen Weg dorthin. Aber vielleicht bekommen wir hier noch einen kleinen Schlussdialog. Die Chancen standen jedoch dagegen, dass wir es lebend schaffen. Es war knifflig, stimmt. Aber hat es nicht Spaß gemacht? Wir könnten es nochmal machen, müsste ich nicht zur alten Golem-Manufaktur. Ihr habt wohl ein paar Schrauben verloren. Geh jetzt zurück. Ihr seid ja ein rechter Sauertopf. Gut. Sie gehen zurück oder haben anderweitig ihren Spaß. Ich werde sie der alten Golem-Manufaktur testen.
Ich gehe davon aus, dass wir sie wiedersehen werden. Die Golem-Manufaktur ist schließlich hier irgendwo weiter nördlich von uns. Wir begeben uns jetzt erstmal zu der nächsten Wegmarke, damit wir auch demnächst schneller hierher gelangen können. Und geben unserem Herzchenhändler, dem Guten, schon die Datenkristalle, die wir gerade im Spukhaus gesammelt haben. Dadurch dürften wir unseren Abschluss des Herzchens erhalten. Und wir bekommen hoffentlich einige nette Gegenstände, die wir bei ihm wieder eintauschen können. So, Wissenschaftler schon. Schlichtheit siegt. Ich habe diese Datenkristalle der Inquestur gefunden. Oh, diese Datenkristalle werden uns helfen, die Inquesturpläne zu entschlüsseln. Danke. Oh, auf Wiedersehen. Na, so ein Ärger, das hat doch nicht gereicht. Dann werden wir halt eben noch ein paar Gegner besiegen. Es reicht hier halt, die Dschungelraptoren unschädlich zu machen. Oder zählen sie nicht zum Herzchen? Nein, sie zählen nicht zum Herzchen. Es gab überhaupt gar keinen Fortschritt auf unserer Leiste, aber er hatte doch von einer Unterwanderung bei seinen Arbeitern gesprochen. Das heißt, wir müssten einen der verdächtigen Wiederverwertungsspezialisten entlarven. Wieso habt ihr mich angestarrt? Stört es euch, beobachtet zu werden? Macht ihr irgendetwas Verbotenes? Nein, ich meine natürlich nicht. Ich leiste hier ganz normale Wiederverwertungsarbeit. Ihr seid zu sehr darauf bedacht, mich loszuwerden. Sagt mir, was ihr vorhabt. Da, genau, ein Inquestur-Mechaniker. Da haben wir ihn. Schon das Enttarnen hat gereicht, um den Herzchenabschluss zu bekommen und damit gleichzeitig auch noch wieder eine Stufe aufzusteigen. Deswegen nehmen wir unsere Belohnung hier gleich entgegen. Zunächst einmal das Herzchen. Ihr habt mich tief beeindruckt, Regger und er. Die Inquestur will meine Ausgrabungen stören, aber ihr habt hier einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ihr Gejammer und Gezanke ist Musik in meinen Ohren. Ich bin sicher, ihr werdet auch weiterhin Großes vollbringen. Schon. 60 Kupfer, 120 Karma sind wieder unser. Und wir haben natürlich schon freigeschaltet und streichen auch noch unsere Belohnung der Stufe 7 ein.